alle, die das interessiert, was für einen Anhänger wir fahren und selber vielleicht auf der Suche nach einem Anhänger für sich, für ja, Lasten oder auch Radreisen sind. Wir fahren den Burley Co. XC. Das ist ein Einspuranhänger mit einer Spiralfederung, was einfach sehr angenehm ist, weil durch die Einspur der Anhänger sehr, sehr schlank ist und durch die Spiralfederung der Anhänger natürlich auch deutlich mehr Last dann nochmal abfängt. Die Federung selber kann man einstellen über den gewünschten Federweg. Was beim Co. uns jetzt nach 10.000 Kilometern Nutzung aufgefallen ist, ist natürlich sein leichtes Grundgewicht mit 9,8 Kilo, glaube ich, und seiner Beladbarkeit bis 31,8 Kilo und auch sein großer Stauraum, wo 70 Liter Fassungsvolumen reinfassen. Der Burley selber fasst sehr viele oder hat sehr viele kleine Extras, die uns sehr gut gefallen, die wir allerdings momentan nicht nutzen, aber dann später vielleicht zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel Flaschenhaltermöglichkeiten hier, 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 auf der anderen Seite natürlich ebenso, aber auch am Gepäckträger hat man Möglichkeiten. Was sehr cool ist, sind dann so Kleinigkeiten, was aber durchdacht ist, ist zum Beispiel der Gepäckträger ist sehr stabil, aber durch Schnellspannmöglichkeiten schnell abzunehmen, falls man auf ihn verzichten möchte. Nachrüstbar wäre dann zum Beispiel Taschenhalterung oder die speziellen Burley-Taschen kann man jederzeit nachsetzen. Kommen wir eben einmal zu Kleinigkeiten, wie zum Beispiel dem Wimpelhalter. Wir haben den Wimpel jetzt nicht drin, aber jeder, der mal eine Bierflasche öffnen möchte, das Ding hier ist gleichzeitig auch ein Flaschenöffner. Also ihr könnt damit auch Bierflaschen sehr angenehm öffnen. Was beim Burley im Gegensatz zu vielen anderen Ständern noch vorhanden ist, ist der Ständer. Der Ständer ist in mehrere Stufen einstellbar, was ein angenehmes Befüllen und Beladen einfach ermöglicht. Auch am Fahrrad selber kann man den Ständer ausstellen, was das Fahrrad dann auch nochmal zusätzlich stabilisiert. Jetzt einmal zu der Deichsel. Die Deichsel selber ist sehr angenehm, leicht flexibel, hat hier einen Öffnungshebel, dass hier vorne die sogenannten Burley Bolts, die dann am Fahrrad angebracht werden, einfach eingehangen werden können und dadurch sehr, sehr stabil halten können und auch eine sehr große Range haben, sich mitzubewegen und dadurch ein kleiner Wendekreis ermöglicht wird. Die Seitenwände mit 29 cm Höhe werden auch abnehmbar. Wir haben sie jetzt angelassen, weil dadurch können wir natürlich ideal unsere Sachen transportieren. Unser Feedback zum Burley selber, das ist ein sehr stabiler Anhänger, der sehr angenehm und sehr leicht zu verpacken ist und unglaublich leicht zu handeln ist. Mit seinem Grundpreis von über 500 Euro ist er nicht der günstigste auf dem Markt. Allerdings, ich finde, dass er jeden Cent wert ist und eine absolute Empfehlung, weil wir sind jetzt schon 10.000 Kilometer unterwegs und haben so eigentlich keine Probleme mit dem ganzen System.